Aber was weg ist, ist weg. Zwei ganze. Na gut, die war nicht ganz voll, aber wir haben schon gut was aufgeräumt damit. Aber der Rest wird er nicht schaffen. Da mache ich jetzt kurz so. Ja, jetzt müssen wir gucken. Ach doch, jetzt weg hier. Ja, aber ich befürchte, dass jetzt der gleich darauf gehen wird. Verstärkung ist on the way, den machen wir jetzt platt. Aber dann machen wir auf jeden Fall Echtzeit wieder. Hier mal Speerkrieger, das heißt, die werden schnell fliehen wahrscheinlich. Das heißt, eigentlich kannst du diese Armee, die, gegen die wir jetzt kämpfen, minus rechnen der Speerwerfer, weil die fliehen echt schnell. Machen, glaube ich, auch nicht so viel Damage. Was ganz angenehm natürlich mal ist. Da sind natürlich jetzt nicht viele Gegner. Und ich werde auch diesmal meinen General mit dabei haben. In der Armee hier hinten. Hier in dem, ich sag mal, Bollwerk. Wieder sehr viele Speerwerfer. Bogenschützen. Das ist ja... Also es lief ja auch eben ganz gut mit denen. Vielleicht läuft es ja wieder so gut, wenn wir die hinter den Gegnern aufstellen. Mal schauen. So. Weil viele sind es nicht. Viele Gegner. Nicht so viel wie sonst. Oh, zack. Ach, wollen sie direkt auf meine Bogenschützen rauf? Könnt ihr natürlich versuchen, aber die laufen von alleine sogar weg. Also, das ist unnötiger Stress, den euch da hingibt. Ah. Dann ballert mal. Oder habt ihr euch wieder besinnt? Sie haben sich wieder besinnt. Okay. Oder? Es scheint so, ja. Ja, dann ballert mal weiter. Na? Mach die mal weg hier. Ich würde die gerne woanders eigentlich haben, die Pfeile. Ja, die kommen, die fliehen da eh jetzt schon. Ganz entspannt. Anda. Ballert sie weg. Oh yes, oh yes, oh yes. Ja, aber die Frage ist, was kommt durch den Wald bei meinen Bodentruppen an? Ich wette nicht viel. Wenn überhaupt noch was. Oh, ein paar Speerwerfer kommen durch. Der Gegner hat viel Blut vergossen. Nur noch wenige feindliche... Der feindliche Häuptling flüchtet vor unseren Kriegern. Bringt ihn und seine Männer zur Strecke. Aufstellung wieder. Aufstellung ist alles. So, noch genug Pfeile, das lebt. Ihr solltet euch eigentlich aufstellen, aber das ist ja gut, wie das wieder funktioniert hat. Auf da. Sehr schön. Nur 21 Mann verloren. I take it anytime. Sehr, sehr geil. Sehr schön. So, vielleicht bringt das ja was, wenn wir den hier mit reinschicken in die Stadt. Das heißt, jetzt nächste Runde. Wenn ich auf nächste Runde klicke, wird hier einiges passieren. Das wird echt interessant, jo. Aber der hier gefällt mir nicht. Der muss hier noch irgendwie raus. Da sind zu viele auf einen Haufen. Das war der falsche. Der hier meine ich. Ach lol, der stand hier voll weit vorne. Machen wir so. Ich bin gespannt auf die nächste Runde. Das wird jetzt so richtig interessant, was da passiert. Warum kommen die immer vereinzelt? Das ist so dumm, Alter. Weißt du, wie viele Männer ich da habe? Und du hast da unten auch noch welche eigentlich. Okay, bei mir greifen nur zwei an. Ich habe die größere Armee, das ist gut. Den steuere ich selber. Das dürften die eigentlich allein gegen dich schaffen, ehrlich gesagt. Verstärkung werde ich, glaube ich, nicht brauchen. Wir
Ach du Scheiße, und ich darf... Na gut, das ist ein absolut beschissenes Wetter. Das ist alles andere als Fantastico. Gehen wir mal so hin. Mache ich mit dir. Stelle ich erstmal hier hin. Und dann werden wir sehen, was ich damit hier immer noch mache. Die können wir gut aufteilen in einer Armee Donnerschützen, einer Armee Bogenschützen. Größe, ah, ist schon eine große Truppe. Ey, ui, ui, ui. Kann ich ein bisschen mehr zusammenfassen? Ah, vielleicht so. Mal gucken, auch wann die Verstärkung kommt von denen. Die ist noch nicht da. Also irgendwie etwas, sage ich mal. Dann stelle ich mal auf alle. Ah. Dann schieß mal, was das Zeug hält. Sei es aus Schusswaffen, aus Schießpulversachen oder auch aus Bögen. Ballert, was das Zeug hält, Jungs. Neu aufstellen. Hier geht's nicht so gut wegen der Schrägen, oder was? Na doch. Schon einmal hinstellen. Das Blut unserer Feinde fließt in Strömen. Schon die ersten fliehen. Bald schon werden sie fliehen. Lass sie weiterlaufen. Unsere Feinde schaffen also noch mehr Schweine zur Jagd dabei? Lass sie ruhig. Auch diesen werden wir nachstellen. Oh nee, genau bei meinem General. Jetzt ist mir doch ein bisschen zu schnell. Wie machen wir das? Die sind ja gleich da. Ach, die sind schon da. Na dann. Weil ich, ja, eigentlich ist das ja schon fertig hier, die Scheiße, ne? Oh, ist das schön, ja, ich gewonnen. Wenige feindliche Krieger stehen noch aufrecht im Kampf. Naja, dann einmal agieren. So, und die drei würde ich dann gerne langsamer ready machen für da hinten. Langsamer sicher ready machen. So, wollt ihr auch angreifen? Danke. Näher ran, vielleicht fliehen. Ja, die fliehen doch nicht. Ja gut, schade. Sehr schön. Häuptling haben wir. Damit haben wir dann diese Armee schon mal geschlagen. Seht nur, wie der Feind vor unserer gewaltigen Macht erzittert und die Flucht ergreift. So, die eins haben wir. Witwen und Wehklag sind's, die wir hinterlassen. So, ab zur Verstärkung. Ihr Hinder. So, und die drei ist ja schon wohl fast da, wäre gelogen, aber die ist schon auf dem Weg. Und es beginnt. Okay. Wo sind die Schützen? Ah, Frage ist, wollen die meine Schützen? Was wollen die? Warum fliehen die? Es ist doch gar nichts gewesen. Die waren eben 2 Meter von uns entfernt und jetzt fliehen die? Ihr wisst, KI, es riecht mich nur noch auf. Zu Recht, zu Recht, zu Recht. Ich mich das nur noch auf. Ja. Bin da. Der Gegner hat viel Blut vergossen. Nur noch wenige feindliche Krieger stehen noch aufrecht im Kampf. Ja, gut. Rein da. Auf da. Fliehen die dann? Ja, die fliehen trotzdem, weil sie pussig sind. Ja, Leute. Sehr schön. Den Hauptmann haben wir. Oder gern gesagt, das Familienmitglied. Immer wichtig. Und die Armee schon mal nicht mehr.
Oh. Ja, komm. Wir haben es geschafft. Aber dennoch haben wir 98 Mann roundabout verloren, ey. Scheiße. Ja, aber wir haben damit die Stadt eingenommen. Und hier geht's weiter. Also, Tlaxcala haben wir. Safe Call, das ist schon mal gut. Das wiederum könnte zu knapp werden eigentlich, oder? Das wird zu knapp. Ja, müsste mich ein bisschen verschieben, dann wird Tuax T-Pack erstmal noch nicht angegriffen. Ich dachte, ich versuch's. Zwei Vollarmeen haben wir da nur. Anführungszeichen. Aber wir haben doch Tlaxcala noch nicht. Da kommt noch Verstärkung. Die Dinge stehen nicht gut, Alter. Diese Negativität in meiner Armee. Wieder die kleinere Armee, die halt die gerade eben gekämpft hat. Es könnte zu schaffen sein. Es könnte zu schaffen sein. Wenn wir das jetzt schaffen, werden wir drei Armeen ausgeschaltet da. Nicht drei große, aber wir hätten drei nervige, nicht allzu kleine Armeen ausgeschaltet. Wichtig ist, dass die Verstärkung jetzt nicht sofort kommt von denen. Das ist ultra wichtig für uns. Wir haben einen kleinen Vorteil, weil wir hier auf dem Berg, sag ich mal, sind. Ich möchte natürlich wieder ungern meinen General sterben lassen, ist ja klar. Wir hier den General erstmal hier hin. Der wird rechtzeitig dann noch weglaufen. So, weil ja unsere Generäle nicht feige sind, ne? Das ist natürlich Taktik, bla bla bla. Ja, wir nennen sie die Hasentaktik. So. Wobei jetzt die Generäle in letzter Zeit auch ordentlich nochmal mitkämpfen mussten, ne? Ging nicht anders. Okay, Verstärkung ist am Start. Wir müssen dann auf jeden Fall jetzt einfach schnell reagieren. Ja, komm. Schnell. Dann langsam schon hinmarschieren. Aber zum Glück ist schon mal unsere Verstärkung auch schon mal da. Das ist gar nicht so unwichtig. Nicht allzu spät da ist. Und jetzt schon einfach. Sehr viele Speerwerfer, als ob wir das nicht schnell wegmachen können. Als ob. Unsere Feinde schaffen also noch mehr Schweine zur Jagd dabei. Die kommen von da unten, das ist entspannt. Das ist eine gute Ecke. Das ist noch entspannt. So, wir lassen die eins und so mal, wir lassen die mal rennen. Der feindliche Häuptling flüchtet vor unseren Kriegern. Bringt ihn und seine Männer. Schau, mach die weg. Mach sie einfach weg. Wir müssen einfach raufrennen, das reicht denen schon. Der feindliche Häuptling flüchtet vor unseren Kriegern. Bringt ihn und seine Männer zu. Okay, warte. Ab nach oben mit euch. Gut, dass ich da nochmal rechtzeitig geguckt hatte. So. Die zwei brauche ich hier. Die erste mir haben wir, ne? Bisschen zusammenfassen wieder die Truppen. Das ist die größere Armee, glaube ich, jetzt hier in dem Fall. So. Du rennst da durch, bitte. Ja, da geht's noch, haben wir ein bisschen Schuss. Wobei hier langsam der Schuss ausgeht bei unseren Bogenschützen. Der Häuptling flüchtet vor unseren Kriegern. Bringt ihn und seine Männer zur Strecke. Nein, oh, ihr seid doch Idioten. Natürlich will ich, dass ihr komplett auf die große Armee rauflauft. Natürlich. Das ergibt ja Sinn, dass ich das will. Als ob die nicht gehen, Alter. Weißt du, wie viel das sind? Da sind doch kaum noch welche. Peanuts. Nennt man das. Seht nur, wie der Feind vor unserer gewaltigen Macht erzittert und die Flucht ergreift. So. Einzig Witwen und Wehklag sind's, die Aber langsam geht uns die Muni aus, so muss man sagen. Schießen, schießen, schießen. Die sind noch ein bisschen entfernt, das macht etwas entspannter. Auf.
Sehr schön, den Hauptmann haben wir. Moral ist hoffentlich ein bisschen geschwächt. Es fliehen wieder viel zu viele Männer. Na egal, jetzt sind noch mal Reste gewesen. Was soll das denn werden? Ich sollte rennen. Ach Leute. Wo ist denn das ein Ansturm? Ich will das hier gerade nicht ohne Grund haben. Eine ordentliche Aufstellung hätte ich gerne. Was ist das denn, Alter? Das kannst du ja niemandem als Aufstellung verkaufen. Na gut, den können wir herholen. Was soll's. Unsere Krieger kämpfen wie die Greise. So. Seht nur, wie der Feind über uns herfällt wie ein Wespenschwarm. Nee, nevermind, den brauchen wir nicht holen. Das ist sinnlos. Weg. Das ist einfach sinnlos. Die Armee ist down. Das ist die Verstärkung. Kann ich nicht alle auf einmal haben? Wo sind die denn, Alter? Jetzt mal Flachs. Muss ich kurz mal ein bisschen selber abchecken. Eins. Ja, komm. Die Geister sind auf unserer Seite. Sehr gut, dann komm mal her. Schlacht läuft gut für unsere Krieger. Ja, aber nur, weil die Verstärkung gerade da ist. Ah, ne, brauchen wir nicht. Der kann weg. Das schaffen die doch wohl alleine. Seht nur, wie der Feind von unserer gewaltigen Macht erzittert und die Flucht ergreift. So, da kommt noch ein bisschen Verstärkung runter. Sind's, die wir hinterlassen. Okay, wir nehmen zu Protokoll. Ohne die Verstärkung hätten wir es nicht geschafft. Ist vermerkt. Der Gegner hat viel Blut vergossen. Nur noch wenige feindliche Krieger stehen noch aufrecht im Kampf. Na komm, holt euch jetzt die Letzten da. Sehr schön. Ja, 700 Mann verloren. Also die erste Armee haben wir komplett leider zerschrottet von uns. Aber gut. Wir hatten keine Muni mehr. Was sollen wir machen? Oh, du bist gut. Wo bist du? Natürlich am Arsch der Welt. Aber wenigstens mit Verstärkung. Wenigstens mit noch einem. Ich stelle was her, damit die da schon mal was mitnehmen können. Also langsam wird das hier knapp. So langsam haben wir nicht mehr so viele Männer hier. Bitte einmal fortbilden. Na komm ran da. Und nächste Armee fertig. Sehr nice. Jawohl, werte Anführer, mächtiger Anführer. Großer Häuptling. Na, hier will ich bitte hin. Mein Anführer. Gefällt mir alles sehr. Ja, das könnte ein bisschen knifflig werden. Ja, mächtiger Häuptling, mächtiger Anführer. So, wir haben einige Armeen jetzt hier unten mittlerweile. Das ist ultra nice. Du musst einmal komplett aufgefrischt werden, ne? Hier ist wenigstens keine Pest mehr, aber auch da ist es halt alles voll, ne? Wie jung bist du? 28. Jedes Jahr, also jede Runde ist wie ein Jahr im Spiel. Du gehst auf jeden Fall einmal nach da oben. Gehst mal runter. Der lädt sich da oben auf in Kuliakhan. Ich denke, das ist eine gute Sache. Das Ding ist, der hat jetzt keine Armee, ne? Aber der wird sich hier, denke ich, in Zakapu und in Okotlan mit neuen Armeen, denke ich, zu leisten. Boah, wie viel vorzubilden ist. Es ist so krass. Not good, ey, not good. Wir haben nochmal aber auf jeden Fall ein paar Truppen dabei. Für much fun. Nochmal einige Dinger hier. Zack. Sehr nice. Ist aber auch noch eine ganze Armee drin, ne? Wobei das hauptsächlich Schrott ist, wenn ich das gerade so sehe. Wie alt bist du? Ja, pff, 59. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind.
Ach, hat das Englische gerade gesagt? Du bist der Rest. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich kann dich kurz nebenbei mitnehmen. Was wir vielleicht sogar tun. Hier ist eine ganze Armee jetzt drin. Oder sogar ganz frische. Die ganz frische wird einmal sich um den da kümmern. Ganz alleine auf jeden Fall. Du bist total im Arsch. Du kannst da reingehen. Der muss sowieso jetzt erstmal wieder gebaut werden. Ist auch noch ganz genug. Das reicht mir. Du gehst nach Teoarkhan. Weil falls, ich sag mal, der hier umdreht, dürfte das die Armee trotzdem, glaube ich, noch schaffen. Du wirst den Engländer töten, würde ich sagen. Ja gut, dann machst du halt hier mit. Ist mir jetzt auch wurscht. Du machst das. Die Aufklärer können wir mal ein Stückchen mittlerweile weiterschicken sogar. Sehr schön. Okay. Weiß ich gerade gar nicht. Irgendjemand... Das ist alles gerade eher unnötig und ungewollt. Schaffen die vielleicht auch? Ja. Also momentan läuft es auf jeden Fall ganz gut. Das ist mal wenigstens mal eine erfreuliche Nachricht. Ich hoffe, das schafft der. Also wir müssen auf jeden Fall ein paar Schlachten zu führen. Wir machen jetzt erstmal... Welche Schlacht? Gute Frage. Kommt auf jeden Fall noch in die Folge mit rein. Ich glaube, wir machen die hier erstmal. Die dürfte eigentlich ein klarer Sieg sein. Wir können gerade gut die Mayas zurücktreiben, das ist ultra nice. Wie es mit den Azteken aussieht, werden wir noch sehen. Die sind zu unserem Glück momentan extrem inaktiv. Also wenn die mit ihrer Armee jetzt komplett bei mir unten gekommen wären, dann wäre ich glaube ich down gewesen. Das wäre ultra schwierig gewesen, das aufzuhalten. Muss ich sagen, aber dass jetzt Azteken immer noch Vasallen sind, Alter, von denen. War ganz schön schlechte Vasallen, wenn sie nicht helfen. So, guck mal, wir haben gar nicht so wenig schwere Infanterie. Das ist mal was Erfreuliches. So. So. Gute Mischung. Weiß vielleicht sogar klug, wäre der General ganz auf die andere Seite zu stellen, oder? Mal hier bitte. Oh, wir machen es einfach mal. Wir hoffen einfach mal, dass es keinen Stress gibt. Starten. Feinde schaffen also noch mehr Schweine zur okay. Jagd dabei? Lasst sie ruhig. Auch diesen werden wir nachstellen. Ach, fuck. Falsche Seite. Hier. Also, ihr habt mittlerweile sehr, sehr viele Speerwerfer immer dabei. Guckt euch das mal an. Vier ganze Armeen davon. Ganz viele Priester mittlerweile. Die haben viel weniger schwere Infanterie. Und Jaguar-Krieger gesicht auch viel, viel weniger. Ja, die müssen halt auch langsam anscheinend mal gucken, ne? Was sie am besten herstellen, was nicht. So, müssen wir ein bisschen anders aufstellen, bitte. Unbewegtsehersicht, wenn wir noch... Ah, okay, Richtung mir. Das heißt, der General ist noch sicher. Dann macht man. Schießt, was das Zeug hält. Haben wieder sehr viel Bogenschützen dabei. Ich sag, die Mischung macht's halt dann doch. Nur weißt du, viele Donnerkrieger, viele berittene Bogenschützen, also die berittenen Bogenschützen sind doch echt gar nicht so bad. Der flieht ja schnell, das ist auch mal angenehm zu sehen bei den Gegnern, ey, ich sag es euch. Na dann, Beilage. Das Blut unserer Feinde fließt in Strömen. Bald schon werden sie fliehen. Sehr schön. So. Die ersten sind gleich da, sind eh nur Speerwerfer in Anführungszeichen. Okay, da wollen wir mal. Ja, dann let's go. Los, los, los. Die sind erstmal gerade genug beschäftigt. Oh, wir haben die jetzt gerade in so einem Dreieck hier drin, Alter. Komm. Ballert, was das Zeug hält, Alter. Die sind so richtig am Sack. Ja, natürlich gehen die wieder auf mich rauf hier. Weg mit euch. Nur gehen die Bogenschützen hier von alleine. So. Übrigens, wie sieht denn das? Ah ja, gut, rauf mit euch, komm.
unseren Kriegern. Sehr gut. So, wo ist denn hier? Da habe ich schon eine Idee. Herkommen. Scheiße. Mein General könnte draufgehen hier. Habe ich nicht drauf geachtet mehr. Sehr schön. Das haben wir noch rechtzeitig geschafft. Der hätte noch draufgehen können. Das war noch Glück gehabt. Sehr gut. Eine ganze Armee einfach futsch, Alter. Und weißt du was? Cholula sieht relativ lecker aus. Und auch wenn der hier kommen sollte, dürfen wir das schaffen.